Hallo liebe Mr. Marcel, wir machen hier einen Farke-6-Filter. Los geht's. Zur Gruppe Zamok, Rang 1. Wir haben schon bereit. Jetzt gehen wir hier gleich mit Juan. Das ist mein Büro, Juan. Okay. Ein bisschen Ausrüstung da. Gut, dann an die Arbeit. Man entscheidet nicht, wann man. Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Impro-Waffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel, bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird ein Mitglied vom Team Juan einziehen und dir Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns hier noch ein Guerilla-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. Okay, danke. Du kommst wieder. Sie kommen immer wieder. Okay. Ah, geil, das Impuls, das ist ein Doppelgift, Anschlag, bin auch nicht schlecht. Also der Impuls stoßt eine EMP-Impuls aus. Gegner umwirft, Sicherheitssysteme ausschaltet und Fahrzeug kappen lässt. Okay. Dann gut. Dann kann man auch diverse Felder zum Freischalten. Okay. Wenn man dort durch Gift anschlägt, Stift der Chaos, indem der Giftgas über die Schlachtfelder verschießt, durch das sich deine Gegner gegenseitig angreifen. Okay. BH genug, glaube ich. Den wir auch kaufen. Den kaufen wir auch. Den wir auch kaufen. Ich glaube, jetzt haben wir nicht mehr leider. Das ist noch ein bisschen über. Den kann ich. Können wir uns Vertrag beschlossen? Ah, cool, okay. Wir gehen da schon daher. Supremo. Jetzt haben wir die hier ausgeschaltet. Was ist das da? Verrücktes Feuerwerk. Ah, da habe ich auch schon gesehen. Supremo, aber da haben wir noch nicht so viel. Aber wir bleiben im Standard. Waffen wären natürlich cool, wenn man eine hat, die ein bisschen weisslicher ist. Aber ob die kaufen das anders mal. Du bist du doch schon mal schauen, wer da ist. Er ist draussen. Da cool, weil die Lichter vielleicht verlinseln und so. Da drin ist, glaube ich, noch ein Waffenhändler. Da ist er. Wow. Da ist er dumm. Der ist dumm im Bunker, glaube ich. Das ist das gleiche, was mir anzeigt. Ah, jetzt haben wir das hier. Okay, da kann ich jetzt nicht mehr kaufen, okay. Danny, die Werkbank ist gerade frei. Wollte ich nur mal erwähnen. Also, dann schauen wir doch mal. Danke. Machen wir das Supremo noch aufmotzen. Du hast nicht genügend. Okay, da können wir nichts ändern. Einmal neu. Fertig. Waffe.
wo zwar auch im Schatten weniger ist. Das ist meine. Ja, warum? Ja, jetzt hat besser. Man löst, glaube ich. Schon schauen. Fahrzeug habe ich gesehen, jetzt auch 1, 2. Ah, dann haben wir hier. Das. Okay. Schützturm. Dann noch etwas zum Mais. Dann haben wir gesehen, etwas angeschrieben. Ah, da hier jetzt noch. Benzin. So wichtig, eben die Sachen zusammen sammeln, die man hier findet. Etwas. Was ist das? Ah, das Sportadelgestell. Auch schon alles nehmen. Ich nur denken, Sportadelgestell. Ja. Ein bisschen, dass nicht zu viel zertraut. Also, da kommen wir. Sobald du wieder in Santuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit gehen, aber ich bleib erstmal. Inspiriert. Befreien wir Yara. Da ist die Karte. Verkribbelt, aber wir haben es gemacht. Castillo kontrolliert den Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Mega Stil, nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution vereinen und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Reste, gegen einen anderen Teil vale von Castillos Oro, Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerillero El Tigre wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Viviro-Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fort in Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt, diesen vergifteten Viviro-Tabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Fili Bassara und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Viviro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktionen dazu bringen, sich Libertad anzuschließen? Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst. Okay, gut. Machen wir doch. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schick ich einen Speer, meine ich nicht ernst. Mit dir kriegen sie meine beste Guerriere ohne Politik und so. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut. Was haben wir denn zu? Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Pfeffer. Ja, ja. Ich bin nicht gerade das beste Guerriere. Das bist du. Hörst nicht zu. Dann übersetze es, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie wahrer Yarana.
Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine Weise, Danny. Arm, aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriera. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Sehr gut. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Okay. Die Grille aus dem Abschloss, okay. Schauen da. Ich habe da ein bisschen sehr leid von früher. Fliegst halt das falsche Wort. Ich bin auf der einen Insel über uns versehen und habe dann eine Zwischensequenz aktiviert. Ich finde auch, welche Insel das war. Das ist alle deine Zwischensequenzen. Das sind nun deine Schulden. Arsenal. Schau dir das Arsenal, die Amigos und Fortbildung. Okay. Tipptopp. Ah, nee, bist du alle? Okay. Okay, haben wir Ubisoft zu uns Forte wieder. Cyberauge. Kopfbedeckung, auch jetzt die Anna, okay. Cyberjacke, dann gut. Dann schauen wir, was die für Foto haben. Cyberhandschuhe. Cyberhose. Cyberschuhe, denke ich. Cyber. Genau, dann ist Stiefel. Gut, Stiefel. Und du hast ein paar. Alten Besucher den Job umsitzen. Okay. Blühdose. Das sind an sich fast die sind. Schauen wir, ob wir da jetzt auf die Insel überkommen. Irgendwie etwas aufgeschaut. Das ist versehen. Aber jetzt, ob das jetzt immer noch kommt oder ob das nicht mehr kommt. Meine beste Kundin. Tja, tipptopp. Die ist keine verfügbar. Schauen wir doch mal, was mit dir rein und duschen. Aus hier duschen. Okay. Nichts. Duschen. Jetzt hat es schon verkauft. Kaufen, ja, das klingt gut. Sehr gut. Bogen im Robo kaufen. Haben wir eine riesige Waffe, die nicht zu laut ist. Dann haben wir hier als Primärwaffe. Okay.
Grad. Na, Ebola? Conyo, hört die Blockade mal neu. Hilft mir doch da wie Sport. Nicht so gute Idee, den Kampf aufzunehmen. Leider. Madrugada noch gleich Ausschau halten? Nach Carlos Montero, dem Anführer eines Montero, die ihr Land von der Armee zurückholen wollen. Aber er wird sich nie mit ihr treffen. Warum nicht? Er ist eher, was du Oldschool nennen würdest. Er mag keine Fremden und vertraut nur seiner Familie. Na toll. Keine Sorge, Philly kann dir helfen. Er ist deine Eintrittskarte. Er ist in seinem Laden in der Nähe vom Flugplatz Martinez. Oh, es wird einem auch nichts geschenkt. Nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Sweat. Ein Kollege aus Tane nicht? Nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Sweat. Du überhaust dich nicht. Den Finger. Fett. Okay, bist du Freund oder Feind? Mission ist. Hoppla. Ah, ich habe etwas für mich sammeln. Gut. Ich habe jetzt eine Sammelkarte, glaube ich. Das habe ich vorhin aufgenommen, glaube ich. Nee. Einmal da, das da. Die Geschriften. Da ging alles markieren da. So, die Sachen sind bald wieder weg gewesen. Wenn mir das neu gekommen ist. Ich will schnell die Runde rein machen und aufdecken. So.
dass wir vorhin freigeschaltet haben. Gegen das ganze Set anziehen. Gegen Spreng- und Panzerbrechen. Wird erhöht. Okay, das klingt gut. Geht doch nach Terminator aus irgendwie oben. Terminator-Frau. Alles wieder. Die wäre genau, um wir zu haben. Okay. So, Amigos. Habe ich noch... Ah, da unten ist noch. Der, aber der ist... So ein Halt... Okay, ah cool, das ist. Haben wir jetzt auch freigeschaltet. Anscheinend. Der Metallschall trägt weniger Schaden durch die Schüsse davon und wird immun gegen Gift und Feuer. Das ist gut. Und die Raubkatze haben wir da jetzt auch. Das haben wir den modernen Ruf. Okay. Sicher. Der Tauchung da. Jetzt hast du noch ein Gefürchtig aus. Der Tauch, da kann der relativ gut sein. Und wahrscheinlich gibt es weiter einen Amigo. Dann haben wir noch die Raubkatze. Gampan. Sanger ist der K9000. Ah, dann hast du nach dem Dings freigeschaltet, weil eben da die Terminator-Anlage habe wahrscheinlich. Hast du nicht gehabt? Mein Haustierli. Hat nicht angewählt, in dem Fall nicht. Oder braucht es einen Moment? Bis da mein Haustierli kommt. Da oben ist irgendwie etwas. Jetzt aber ein bisschen Tänger irgendwie. Strasse. Ist denn der Amigo da noch rufen? Johannes, den nicht mehr rufen. Okay, der hat schon ein paar Missionen gemacht. Ich habe mir gehofft, ich kann da das Tierchen rufen. Irgendwie. Oh no! Oh no! Warte nicht. Aha! Ach, ich habe nicht gewusst, nicht in die Zeit. Rief ein bisschen aufgeladen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn wir mit dem Ding und dem Zeltner vorreden, hat es halt mehr rein. Guerriera, komm her! Gebola, wir haben eine Flugabwehranlage gefunden, Dani.
Es wäre eine Schande, wenn damit was Schlimmes passieren würde. Ich habe sie dir auf deiner Karte markiert. Danke, danke. Tief drauf. Schauen wir doch mal. Okay, da ist das. Die Station. Handtaschüsse. Ach, ja, dann. Krokodil. Okay, das. Nein, danke. Was ist da heran muss? Das zeigt mir zwar etwas an. Nein, das steht mir weg. Ah, schade. Ich kann mal rufen. Es hat euch gefallen. Tschüss zusammen.